So Leute, willkommen zurück zu Eternal Darkness. Oh yeah, das letzte Mal haben wir unseren eigenen Verbündeten, unseren einzigen Verbündeten, so, das wollte ich sagen, tot auf diesem Altar gefunden und wir sollten hingerichtet werden von irgendwelchen kleinen Opfern, die wir aber natürlich komplett in die Flucht geschlagen haben. Und ne, ich mag das gar nicht, dass hier direkt mein Dings wieder ausläuft. Wir werden mit der Macht Chaturgas ihnen ordentlich in den Arsch treten. Oh yeah, auch wenn ich persönlich Xelotas ja am coolsten finde, ja, ist es ja aber auch nicht verkehrt, dass Xelotas jetzt ja unser Hauptgegner ist. Hauptgegnerin. Ja genau, mach die Tür auf und lass sie offen am besten. Der Trottel. Das hat er nicht mal bemerkt. Aber ja, es tut mir leid, dem Paul. Irgendwie. Ist ein guter. Ist ein Jutta, ne? Ich wünsche ihm, dass er da irgendwie rauskommt, aber wie bereits gesagt, mit Blick auf unsere anderen Verbündeten der Vergangenheit, nennen wir sie mal so, wird das wahrscheinlich nicht allzu gut für ihn ausgehen. Oh, das sieht nach einer wichtigen Tür aus. Cutscene. Oh. Diese Tür fällt durch besondere Verzierungen auf, die den anderen Türen in den Katakomben fehlen. Paul spürt, dass sich eine böse Macht hinter dieser Tür verbergen muss und fragt sich, ob die Zeremonie, von der der Mönch gesprochen hat, hinter diesen Wänden abgehalten wird. Soll Paul eintreten und der Häresie ein Ende bereiten? Oh, hell yeah! Wir haben eh alles gefunden. Hell yeah, oh, vielleicht nicht der passendste Begriff, Paul, verzeih mir. Aber naja, leg los. Tu, was du tun musst, Mann! Your task, my liege and greater guardian, is to guard this place. Do not worry about this worm. His kind yelps in terror at the sight of your mightiness. We will dispose of him ourselves. Ja, so viel dazu. Immerhin ging es schnell. Hoffe ich. Als ich eben schon... Das ist nur wieder Alex, die Waffe. Als ich eben schon die, am Anfang der Cutscene gesehen habe, wo wir gerade reingehen, dachte ich mir schon so, oh nein, das kann nicht gut enden. Alex hat eine Nachricht von Edward gefunden. Aber wir haben ja immer noch hier die... Die Dingens. Ja, ich wollte gerade... Ach du Scheiße, unsere Psyche ist ja völlig im Eimer. Ich wollte gerade noch ein bisschen was dazu erzählen. Und zwar ist es interessant, wie die Wächter aussehen. Also ob es Xelotas selber ist oder irgendwie eine Art Unterfunktion ist vielleicht nicht das beste Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe nämlich schon in den Kommentaren gelesen, in einer der letzten Parts, dass die, je nachdem, ob am Anfang Ulyaoth, Xelotas oder Chaturga wählt, dass dieses Viech anders aussieht. Und dieses bewacht anscheinend auch das Artefakt Chaturgas. Ja, das ergibt Sinn. Ich kann wieder folgen. Die Nachricht lautet, meine liebste Alex, ich bin froh, dass du meinen Spuren im Papier so weit gefolgt bist. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen.
Nun steht dir der schwierigste Teil des Weges bevor. Halte nach den 88 Tasten Ausschau, um die Reisen in die Vergangenheit fortsetzen zu können. Dein dich liebender Großvater, Edward. 88 Tasten. Um Gottes Willen, ja, ich sagte ja schon, ich habe eine lange Aufnahmepause gemacht. Ich hoffe, dass ich mich daran erinnere, was der jetzt von mir will. Haben wir irgendwas Neues? Irgendwas Neues von Paul bekommen? Was uns hilft. Warte mal, wir waren doch noch. Wir hatten doch hier, in diesem Planetarium. Oder was das ist. Waren wir da schon dran? Hier war doch irgendwo was mit. Wurde irgendein Buch zurückgeschoben. Oder hatten wir das gemacht, um hier weiterzukommen? Ein Globus. Gott, ich erinnere mich. Ne? Wir warten ja hier mal was gemacht, aber. Also es sieht nicht so aus, dass sich irgendwas tut, wenn ich hier dran rumdrehe. Ich wüsste auch nicht, was das mit 88 Tasten zu tun haben soll. Okay. Was ist das jetzt? Ist das jetzt, weil wir wahnsinnig sind immer noch? Ich muss mal gucken. Oder ist da was? Okay, jetzt ist da nichts mehr. Okay, dann war das nur ein Wahnsinnseffekt. Ich dachte gerade schon, was ist denn jetzt los? Also, es tut sich absolut gar nichts. Ja, ja, das sehe ich, dass das in irgendwie einer. Mal gucken, ob auch das irgendwann automatisch stoppt. Ein wunderschönes Geräusch. Nee, keine Ahnung. 88 Tasten. Hat ein Klavier 88 Tasten? Gab es hier irgendwo ein Klavier? Wäre jetzt für mich so das Naheliegendste. Ich meine, Alex ist ja noch verschont von irgendwelchen gruseligen Effekten. Also abgesehen von ihrem eigenen Verstand. Ja, hier konnten wir auch nicht hin bisher, ne? Bonk, bonk. Ja, wirklich gar nichts. Halte nach den 88 Tasten Ausschau. Sicherung. Tja. Ich fürchte, ich werde wieder einen Schnitt machen gleich. Also noch nicht jetzt. Aber ich möchte euch doch über Fortschritt präsentieren können. Aber will mich auch in Ruhe umgucken. Wo könnte die sein? Im Keller halt, ne? Eventuell. Tja. Wo könnte. Könnte der Weg sein? Hier noch irgendwelche. Irgendwelche Türen? Nö. Nö. Und nochmals nö. Ist verschlossen sogar einfach nur. Das ist die gute Alex aus mal, auch mal außer Atem. Okay. Geht nicht, bevor der Mord aufgedeckt ist. Na gut. Komm, erhol dich mal, Alex. Ich trinke mal derweil was. Und das ging jetzt fix.
88 Tasten. Eine Ratte auf dem Boden? Ich glaube schon. Aha. Sind das 88? Bestimmt. Der Anblick des Flügels ruft Erinnerungen an Paul Luther und sein Schicksal in Alex wach. Ah, warte mal, der hat ja ein Lied gespielt, ne? In seiner Timeline, so. Vielleicht hilft uns das weiter. Das Echo der Musik in der Kathedrale hallt in ihrem Bewusstsein wieder. Ihre Finger suchen wie von selbst die richtigen Tasten. Ja! Natürlich, der letzte Raum, den ich betrete. Ich wusste, irgendwo war ein Klavier. Ah, Moment. Ob man noch andere Sachen spielen kann? Mensch, das musste alles so genau geplant haben, unser lieber Großvater. Respekt an ihn, Respekt an ihn. Alex hat eine Kapitelseite mit dem Titel Die verbotene Stadt gefunden. Oh, das ist ja... Mehr Cthulhu geht ja schon fast nicht mehr, rein vom Titel. Who are you? I am your lord and conqueror. What manner of forsaken being are you? So, you can see me in my true form. You are a gifted man. Take this one and use him as the foundation for the pillar. He is special and should be given a special place among the suffering. Das sah doch schon wieder, das sah doch wirklich aus wie das Gebiet, in dem wir Karim gespielt haben. Also wirklich, vielleicht wirklich, was ich meinte, mit einem erneuten Besuch der ganzen Orte. Und Karim, habe ich ja schon gesagt, müsste dann theoretisch das nächste sein. Yes, ich habe mich übrigens schon die ganze Zeit gefragt, ob Pius für alle immer normal aussieht und wenn er quasi so für uns visuell die Form wechselt, ob das dann nur für uns ist, damit wir sehen, dass er das ist. Oder ob er dann wirklich seine Form quasi auflöst. Das fände ich mal interessant zu wissen, aber vielleicht werden wir das niemals erfahren. Much has been written about the exploits of conquerors. In the context of history, one man's champion is another man's nemesis, hero or murderer. Much has been written, but what has not is far more interesting. The Tome of Eternal Darkness mentions a Venetian artist and architect of the Renaissance named Roberto Bianchi. Roaming abroad to find inspiration, he was captured by a warlord expanding his empire. He forced Roberto to use his architectural and engineering skills to construct a monument to his greatness. To complete his task, he must survey the site. Survey the site quickly, dog, and maybe you'll live long enough to see the sacrament's construction. Did you think we would trust you, Bianchi? Even though you are graced with the generosity of our liege, you are still his prisoner. As I said, finish your work quickly. And maybe we'll drag you out of this hole. Wie er geguckt hat, so. Blöd gelaufen. Roberto soll die Ruinen des antiken Tempels begutachten. Die Räume, die er genauer untersuchen muss, sind auf der Karte eingezeichnet. Erst wenn diese Areale genauestens überprüft wurden, kann der Bau fortgesetzt werden. Oh Gott. Also wirklich mit Karte arbeiten? Weiß nicht, vielleicht ist das einfach nur so ein... Nicht wirklich so. Aber das ist doch wirklich das Karim-Gebiet wieder, oder? Das Fundament des Monuments steht, aber es ist stark beschädigt. In welchem Zustand sich der Rest des Gebäudes befindet, ist ungewiss. Und es ist Robertos Aufgabe herauszufinden, ob die Bauarbeiten fortgesetzt werden können. Ja, juck, gib mir das Eternal Darkness, würde ich sagen. Also das Tome. Warte mal, wir haben nur eine Fackel.
Ja, das ist ja eine spärliche Ausrüstung. Würde ich behaupten. Aber das wird sich sicherlich bald. Ja, das ist es wirklich. Krass. Meine Theorie stimmt. Bis jetzt zumindest. Tust du mir weh? Nein, du guckst nur. Kann ich mit dir reden? Hallo? Guten Tag. Seien Sie nicht so unhöflich. Ein verzweifelter Arbeiter auf der Suche nach Antworten auf Fragen, die nicht beantwortet werden können. Er hofft, dass Roberto gekommen ist, um ihn zu retten und dass er bald seine Familie und Freunde wiedersehen kann. Ja, du, also, dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Und damit meine ich nicht meine Fackel. Oh. Wir müssen abbrechen. Sicher ist es hier unten definitiv nicht. Oh, der verbrennt direkt. Kann ich... Finishen kann ich nicht. Na gut. Hi. Einer der Leidensgenossen Robertus liegt tot am Boden. Seine Wunden haben die Aufmerksamkeit der Kreaturen auf sich gezogen, die sich an ihm gütlich taten und seine Eingeweide auf dem Boden verteilt haben. Ah, wunderschön. Bitte mehr solcher detailreicher Beschreibungen. Warte mal, wenn ich meinen Verstand nicht wiederherstellen kann, könnte das ein Problem werden. Ja, klar. Das Mauerwerk zeigt die Spuren starker Beanspruchung. Es ist alles andere als stabil. Aber wenn man die Wände genügend abstützt, werden sie vielleicht wieder den Ansprüchen des Monuments gerecht. Sehr gut. Eigentlich wollte ich mit dem Typen hier reden, aber das... kann ich mir anscheinend sparen. Ist das wirklich eingezeichnet auf der Map? Ah, da unten X. Ja gut, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich von den Räumen da hinkomme. Ich gehe einfach weiter, ne? Ist ja meistens eigentlich sehr linear. Und da ist ein schönes Schwerliderti. Ein alter Saif liegt blank gezogen auf einer Kante. Nehmen, aber claro. Perfekt. So, Leute. Aber das war's erstmal für heute. Oh, was ist denn hier los? Werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Mit Roberto in Eternal Darkness. Ciao, ciao.